das Ziel, warum wir den im Werkstattladen haben wollen, ist halt, der in breitem Maße zugänglich zu machen. Stellt doch bitte noch mal kurz und knackig euer Projekt vor. Also es geht darum, ein Laserschneidegerät im Werkstattladen zu bauen und dort frei zugänglich zu machen. Damit ziehen wir verschiedene Gruppen ab, die möglicherweise nicht so viel Zugang zu solchen Technologien haben. Am Projekt beteiligt als Initiator der Werkstattladen. Außerdem haben wir Unterstützung aus zahlreichen Gebieten. Dresdens Ingenieur, Programmierer, Gestalter, die Dresdner Hochschulen. Wo liegen eigentlich die Herausforderungen in eurem Laserbau? Die größte Herausforderung ist eigentlich, dass wir ein Team von Spezialisten zusammenführen müssen. Das bedeutet Maschinenbauer, Programmierer, Gestalter, um diesen Lasercutter zu entwickeln. Was können die Leute dann später mit dem Laser machen und welche Materialien können die bearbeiten? Die Leute können ihr Laser erstmal kennenlernen in Workshops und anschließend ihre Laubsäge im Schrank lassen. Welche Materialien können damit verarbeitet werden? Papier, Pappe, Kunststoff, Holz, festere Materialien wie Stein, Metall, Glas lassen sich gravieren. Das Geniale an dem Laser ist, dass er eine sehr hohe Präzision und eine hohe Geschwindigkeit erlaubt, sodass der Laser Anwendung findet im Architekturmodellbau, im Funktionsmodellbau, im Prototyping oder zur Produktion von kleinen Serien. Was bekommen die Leute, die hier unterstützen, für ihre Unterstützung? Also die Leute bekommen dafür Produkte, die von uns entworfen wurden und auch auf einem geliehenen Laser hergestellt wurden. Man bekommt fast ein Unikat. Wenn der Laser dann fertig ist, habt ihr doch garantiert schon Pläne, was ihr damit produzieren möchtet. Ich plane eigentlich, ein kleines Uhrwerk selber zu bauen. Die Präzision ist im Grunde zulässt, dazu eigene Teile herzustellen, Zahnräder, Hebel etc. Fast geschafft, nur noch wenige Tage. Also, bitte geht auf www.dresden-durchstatter.de und unterstützt unser Projekt.